Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Zu später Stunde, aber ich hau dieses Video hier noch raus, denn es ist Montag. Montag ist Max Out Monday. Ich habe heute keine Box, keine Kiste, keinen Loot am Start. Wir machen einfach nur ein paar Pokémon. Wieso nicht? Quatsch ein bisschen. Ich war jetzt 3 Tage offline. Offline sozusagen. Können wir immer auf Instagram, Facebook und Twitter folgen. Da bin ich eigentlich nie offline, aber ich hatte jetzt die letzten paar Tage mein Kabel hier zu Hause vergessen. Dementsprechend keine Videos gekommen, aber heute mit meinem Comeback-Video. Checkt das Video ab und schaut vorbei. Wir pushen ein Galagladi vom letzten Max Out Monday. Da hatte ich nicht genug Bonbons. Das muss noch fertig gemacht werden. Da fehlt nicht mehr viel. Wir schauen nochmal, ob es das Richtige ist. Genau. Es ist der 100er vom C-Day. So. Power up. Bam, bam, bam. Der hat genau dieselben Werte wie Godewa. Können wir uns gleich noch anschauen. Dass die dann beide mit Max WP, also mit Max Level, einfach beide gleich viel WP haben. So. War es das? Oder geht? Einmal geht noch. Einmal geht noch. Und morgen, 22 Uhr, fängt der Staubbonus an. Dementsprechend pushen wir hier heute erstmal alles und dann schauen wir, wie viel Staub wir am Ende noch haben und mit wie viel Staub wir in den Bonus reingehen. Unser Galagladi Max hat 3093. Und jetzt schaue ich mal bei Godewa schnell. Was ist da los? Godewa Max hat auch 3093. Als nächstes pushe ich ein. Der wartet schon ein wenig. Wobei, nee. Mach mal erstmal was anderes. Mach mal erstmal den hier. Vom vorletzten Event, vorvorletzten Event, vom Alola Event halt, habe ich den zufällig bekommen. Das war genau an dem Tag, wo das neue Bewertungssystem rauskam. Hab das ausprobiert, 4 Sterne und bam! Der ist übrig geblieben. Ich so, hey, Alter, krass. Der wird jetzt gemaxt. Moment, ich muss euch noch zeigen, dass es ein 100er ist. Ich habe den hier und da immer mal, bam, 100, schon angepusht, wenn ich mal diese Push-Quest hatte, push 5-mal ein Pokémon oder so, auch wenn die Belohnung ziemlich schlecht ist, habe ich meistens den dann immer gepusht. Ich finde den eigentlich ziemlich cool. Von früher, Geo war zwar ziemlich gut, bis dann Despotar kam und ja, dann wurde Despotar ersetzt mit dem nächsten Kandidaten, den wir am Ende noch maxen. Das ist am Ende also als nächstes. Wir pushen nur 3. Reicht ja eigentlich auch. So viel Staub wollen wir auch nicht verlieren. Ich habe ungefähr vor, das Staub-Event, den Staub-Bonus mit 10 Millionen zu beenden. Sprich, wenn wir jetzt zu viel pushen, dann schaffen wir unser Ziel nicht. Also ich will ganz knapp nur unter die 2 Millionen fallen. Cognodon ist ja Level 15 aus der Quest, den 100er, erste Cognodon Quest direkt bekommen. Direkt hier zu Hause, das Top. Dementsprechend schon relativ teuer, von Level 15 auf Max. Interessant dann auch zu sehen, der Vergleich hier, Alola Geowatz Max und Normal Geowatz Max. Ja. Das wird teuer. Ist vielleicht doch ein bisschen zu viel Staub, dass ich jetzt verliere hier. Schreibt unten in die Kommentare, welches Pokémon ihr als letztes gemaxt habt. Wer konnte sich in eure Sammlung dazu gesellen als der neueste Kandidat? Viele fragen mich, Paul, wie viele gemaxte Pokémon hast du? Ich sage dann immer, wie viele gemaxte Pokémon habe ich noch nicht. Ihr wisst ja, mein Ziel, jedes Pokémon einmal zu maxen, in seiner bestmöglichen Form. Meistens sind das 100er, ich bin aber auch schon runter auf 96 gegangen. Wobei die 96er habe ich immer bereut, die 98er sind okay. Das Beste wäre natürlich jeden 100er, aber habe ich leider nicht. Ansonsten, Gen 1 habe ich mal ein Video dazu gemacht, da habe ich alle gezeigt. Sind seitdem natürlich ein paar dazugekommen. Gen 2 wird demnächst mal kommen, Update-Video. Ich kann euch sagen, so viel fehlt da nicht mehr. Wenn jetzt natürlich Gen 5 kommt und so, dann ja. Also Schritt für Schritt bewege ich mich in Richtung jedes Pokémon einmal gemaxt. Und der nächste Kandidat, 2949, Alola Geowatz.
Wir vergleichen das. Movesets und so habe ich jetzt nicht perfektioniert. Da sammle ich immer die Items und mache das irgendwann mal immer. Geowatts. Genau, hier 29,49 und 29,49. Interessant. Unser letzter Kandidat, es ist Cotnodon, habe ich ja schon verraten. Da bin ich mir nicht sicher, ob die Bonbons reichen. Ich glaube nicht, weil du brauchst 248 von Level 20. Nee, ja doch. Ich glaube, es waren 260 von Level 15. 260 oder 280. Oder 200. Wir werden es jetzt sehen. Oder es waren 284. 64. Ne, 268. Es waren, glaube ich, einfach nur 20 Bonbons mehr. Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, wir haben 4 Bonbons bisher verbraucht. Wir hätten nicht genug. Doch, wir hätten genug. 268. Oder 286? Hört sich auch mein Gelaber. Checkt einfach irgendwo auf Google oder auf eurem IV-Rechner. Die zeigen euch das eigentlich auch immer an, wie viele Bonbons ihr braucht zu maxen. Und an sich, Level 15 kann man sich eh auswendig lernen, merken. Ich hoffe, wenigstens eine der Zahlen, die ich gerade rumgeschmissen habe, in den Raum geschmissen habe, stimmt. Ah, der ist auch cool, den wollte ich schon länger maxen. Die Bonbons haben halt gefehlt. Ich denke, jetzt habe ich hoffentlich genug Bonbons. Wir werden es sehen. Aber ist natürlich nicht so leicht hier, die Bonbons für Cognodon zu bekommen. Selbst mit Gesteins-Event und GoFest. GoFest wurde ja groß angekündigt. Die meisten Leute waren ja nicht so begeistert. Die meinten, ja, gerade war erst Gesteins-Event. Wieso jetzt auch nochmal beim GoFest und so? Wir wollen lieber was anderes. Aber dann am Ende hat jeder gesagt, boah, der war voll selten. Wir hätten den gerne öfter gesehen. Man dachte halt natürlich, dass es so wie letztes Jahr, dass der halt überall spawnt, aber die hatten ja diese verschiedenen Terrains und Gebiete und der war halt nur im Gesteins-Event. Und ich persönlich war da zum Beispiel nicht so oft, aber wenn ich da war, habe ich den gerne, natürlich gerne mitgenommen. Was habe ich da gefangen? Ich glaube so um die 10, maximal 15 von denen, also echt nichts eigentlich. Und auch beim Gesteins-Event, den gab es ja nur in der Quest und die Quest habe ich jetzt auch nicht so oft gemacht. Also ich habe auf jeden Fall noch nicht genug von dem. Also ich hätte gerne nochmal ein Event mit dem. Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Wir haben gerade gesagt, er ist der beste Gesteinsangreifer. Dementsprechend seinen Kopfstoß und Flammenwurf bitte ignorieren. Ich weiß noch nicht, was das beste Moveset ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Katapult schon mal stimmt und... Moment... Alter! Und... Alter! Euer Ernst, Niantic? Und... Ja, jetzt weiß ich nicht, ob Steinhagel... Oder ob es irgendwas Besseres gibt. Aber ich lasse zumindest das Gestein. Wie gesagt, sowas mache ich eigentlich immer irgendwann mal, wenn ich ein paar Items gesammelt habe und dann Platz brauche. Jetzt zum Beispiel wahrscheinlich für die Staubbonuswoche. Da werde ich ja sehr aktiv sein und eine Menge Stops sehen und so. Werde ich wahrscheinlich versuchen, die ganzen Items auf Null zu setzen. Da gehe ich einfach den Pokédex durch. Hab nebenbei Gamepress oder so offen mit den ganzen perfekten Movesets und dann. Ich bin jetzt schon bei Gen 2 irgendwo gelandet, also Mitte Gen 2 müssen alle perfekte Movesets haben. Und da gehe ich dann einfach den Dex runter und gebe jedem Pokémon das perfekte Moveset. So. Also er kommt schon mal über 3000, was gar nicht schlecht ist. Und da geht noch eine Menge, also. Wird echt knapp mit den Bonbons und staubtechnisch, wie gesagt, ich will nicht so viel ausgeben, Mann. Hatte schon vor, das Staub-Event mit um die 2 Mille zu starten, aber daraus wird ja jetzt nichts. Boah, da geht echt noch eine Menge, Mann. Wir sind gerade mal erst bei 8 Bonbons. Und ihr wisst, der letzte Push kostet 15 Bonbons oder so.
Da geht noch eine Menge. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Oh Mann. Ich verliere zu viel Staub. Zu viel Staub. Aber hey, nach dem Staubbonus. Da wird's abgehen, da wird so viel gemaxt, Leute, so viel gepusht. Das wird echt richtig, richtig krass abgehen. Darauf freue ich mich am meisten. Und wie gesagt, es fehlt halt nicht mehr so viel. Und mit dem Staubpush komme ich meinem Ziel auf jeden Fall näher. So, jetzt 2x15 noch, oder? Ne, noch 12. Wenn nochmal 12 kommt, dann haben wir nicht genug. Okay, wir haben gerade mal so genug. Wir haben genau genug, weil jetzt kommt der letzte für 15 und einen weiteren Push hätten wir uns nicht leisten können. Bam! 3, 2, 9, 8, 100%. Gamaidon auf Max. Das war's von mir, Leute. Ich bin zurück. Max out Monday. Eine kleine Runde, jetzt noch zur später Stunde. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, welches Pokémon ihr als letztes gemaxt habt und viel Spaß beim Staub-Event. Video dazu kommt noch morgen. Wir werden abgehen. Wir brauchen den Staub. Wir brauchen den Staub. Euch viel Spaß beim Event. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.